Jo, meine lieben Zuschauer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer weiteren Folge GTA 5 Online mit der Crew zusammen. Und wir spielen heute, Wurststandbesitzer hier. Wir sind der Besitzer von den Wurstladen hier. Ich bin der Chef und ich warte heute auf meinen Azubi. Der hat sich hier bei uns neu beworben und ja, er möchte auch gerne Würste verkaufen, gucken, wie das so alles funktioniert und läuft, wie man was verkauft, wie man was anbieten tut an den Gästen und ja, dem muss es natürlich schmecken. Und wir haben sehr große Auswahl, Wurst auf Brötchen und das kann man nur bei uns kaufen und ja, dann wollen wir anfangen hier und noch ein paar Würste verkaufen, alles und dies und das. Aber wo bleibt unser Azubi? Der ist heute ein bisschen spät dran heute. Wo ist der denn? Uiuiuiui, wo bist du denn heute? Oh Mann, der kommt zu spät. Fängt schon gut an, erster Arbeitstag. Und dann so ein Scheiß, ey. Wo bleibt der denn? Wir müssen Würste verkaufen hier, diese blöden, behinderten Würste hier. Die müssen zubereitet werden. Oh, hallo, Herr Kollege. Na? Oh, sie trunken Alkohol vor der Arbeit. Das geht ja gar nicht. Aber kommen Sie mal hier rüber. Sie werden gleich schon nüchtern, wenn Sie eine Flasche Ketchup trinken. Ja, trinken Sie mal eine Flasche Ketchup, dann wird alles gut. Das wird der Ausgleich wieder. Ja, das wird dann schon wieder. Ja, eine rauchen nebenbei, das geht schon. Sie können auch die Zigarette zwischen den Würsten tun. Das mache ich auch manchmal. Das ist vollkommen okay. Ne? Wir wollen ja hier was verkaufen. Und wenn Sie wollen, können Sie mal eben so ein Ding hier trinken. Dann geht der Qualm von Ihrem Mund raus. Hier dieses Jungzeug da. Und hinterher können Sie nochmal so eine Cola trinken. Das macht nichts. Sie können ruhig alles essen und trinken. Ja, alles kostenlos für Sie, weil Sie hier auch arbeiten. Ja, dann machen Sie das mal. Wir wollen mal sehen, wie Sie das hier verkaufen. So, bieten Sie mal eine Wurst an. Ja, danke. Ja, oh, ja. Was wollen Sie dafür haben? 5 GTA-Dollar. Ist ein bisschen teuer bei Ihnen, ne? Das geht ja gar nicht. Eigentlich müsste ich das Finanzamt rufen. Die wollen bestimmt die Preise etwas günstiger machen. Ja, gucken Sie mal hier. Ja, schlagen Sie mich ruhig. Es wird keine Gäste geschlagen. Gut, das war unser erster hier Verkäufer. Ich selber. Und jetzt gehen wir mal an den harten Gästen ran. Guck mal, da ist vorne schon jemand. Der guckt sich schon um. Möchten Sie etwas kaufen hier bei uns? Kommen Sie mal ran. Eine Wurst. Ja, genau. Kaufen Sie mal eine Wurst. Und machen Sie die mal fertig. Ja, machst du gut. Schön. Gib Ihnen die Wurst. Die sind noch etwas kalt. Sie müssen die aber noch ein bisschen länger auf den Herd lassen. Das können Sie aber nicht machen. Ja, was machen Sie denn überhaupt? Schubsen Sie mich. Das geht's nicht auf den Arbeitsplatz. Hier vorne geht das, wie ich das mit Ihnen hier mache. Hier geht das, aber nicht da hinten. Nicht da hinten. Haben Sie das schon mal gelernt? Nee, ne? Sie waren noch nicht in der richtigen Ausbildung. Aber bei mir lernen Sie das alles. So, dann muss der Typ auch gleich bezahlen. Ja, Sie müssen uns 5 Dollar geben. Haben Sie das nicht? Guck mal, da zwischen die Jacke ist etwas. Gucken Sie mal genau hin. Guck mal, da möchte noch jemand haben. Bezahlen Sie das oder nicht? Sonst müssen wir anders handeln. Weil, genau so macht man das. Warte mal, ich helfe Ihnen mal ein bisschen. Hier, der möchte flüchten. So, er hat bezahlt. Guck, können Sie das ganze Geld nehmen, was da auf dem Boden liegt. So, möchten Sie auch eine Wurst kaufen? Herr, Name sehe ich gerade nicht. Nico. Oh, noch einer. Commander Keats auch noch. Möchten Sie auch? Ja. Sie können ja das nicht da eben runterschmeißen, ne? Das wird ja warm, diese Soße. Keine Ahnung. Guck, die rutscht langsam runter. Seht ihr das? Legen Sie das da sofort wieder hin da oben. Sonst verschwenden wir so viel Soße. Das rutscht ja alles runter. Guck mal, das ist gleich unten. Warte. Noch ein bisschen, ein paar Meter noch. Dann fällt die Wurst runter. Dann können Sie die nehmen, ja, kostenlos. Herr Nico und hier kommt Commander Keats. Guck mal, eine Wurst ist runtergefallen. Die können Sie schon mal mitnehmen. Das ist wunderschön.
So, aber sie müssen bezahlen, sehr hart, sie müssen bezahlen für eine Wurst, die wir nicht mehr haben. Tut mir leid, wir können aber noch Getränke anbieten. Ja, 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 genau, so wie der hier, Herr Commander Keks, der nimmt ja schon mal eine Flasche, noch eine. Ja, sie können das gut, ne? Schmeckt ihnen auch. Wo sind sie denn? Ja, geben sie ihr Geld. 1 Euro kostet so eine Flasche. GTA-Dollar. Der möchte auch schon was kaufen. Hier ist gerade Musik. Der macht gute Musik, wa? So. Und ja. Schmeckt ihm wohl, wa? Ja, bei den anderen schmeckt es auch. Und noch jemand. La Martina, möchten Sie auch gerne eine haben? Sie können auch eine Zigarette haben, die zwischen den Fritteuse liegt und der Cola. Tauchen Sie die Zigarette einmal ein, dann schmeckt die noch besser als vorher. Mit Fett dran. Ja, ich weiß, das macht man nicht, aber wir haben Spezialitäten bei uns und die müssen wir anbieten, ne? Herr, Sie sind aber heute richtig hübsch angezogen. Ja, genau, legen Sie die Zigarette dahin, wie ich das gerade schon gesehen habe. Die brennt ein bisschen an, das ist schön. So, und dann ein bisschen in der Fritteuse rein, wie eine Pommes, und dann können Sie die anbieten. Das schmeckt wunderschön und sehr lecker. So, hallo Grovel. So, und ja, da kann man gerne mal einen draufschlagen, aber nicht hier hinter, natürlich hier hinter. Wie ich den Typ jetzt hier schlage. Alles wird gut. Und den Typ hier und hier ist mal Schlägerei, aber wenn man da hinten hingeht, dann darf man nicht schlagen. Kommen Sie her, Herr Arbeitskollege. Herr Azubi, kommen Sie her jetzt. Sie müssen nicht hier die Gäste schlagen. Ja, guck mal, hier hat. Wir haben schon ein Rad verloren. Aber das macht der Mechaniker wieder dran. Alles wird gut. So, Herr Arbeitskollege, kommen Sie mal her, bitte. Wir haben hier noch nicht fertig gemacht. So, machen Sie mal ganz viele Haftbomben da dran. Autsch. So. Nee, das war falsch. Jetzt habe ich keine mehr. Haftbomben. So. Oh, nicht schlagen. Nicht schlagen. Okay. So, Haftbomben hier dran machen. So, ganz viele. Weil wir können nichts mehr verkaufen heute. Wir haben ausverkauft. Wir sind ausverkauft heute. So, und kommen Sie mal mit, bitte alle. Wo ist denn der Musiker? Der macht aber nicht viel Musik heute. So, kommen Sie mal mit. Wir müssen mal ein bisschen aufräumen. Die Putzfrau ist schon gekommen. Die muss den Wagen sauber machen, aber das sehen Sie ja jetzt. Der Wagen ist wieder sauber. Oh, nee, der ist nicht sauber. Gut, dass wir weggegangen sind, Leute. Gut, dass wir weggegangen sind. Wisst ihr warum? Weil die Fritteuse in der Luft geflogen ist. Viel Gas ist ausgeströmt und das ist dann in der Fritteuse reingegangen. Das hätte auch dann nicht mehr geschmeckt. Oder? Was sagen Sie denn dazu? Nicht mal schlagen, Nico? Das hatten wir letzte Woche auch schon gehabt. Dann schmeißen wir die Leute raus. Ja. Das ist nicht gut, ne? Das wird auch gar nicht schmecken, ne? Aber gut, dass wir einen Schritt zurückgegangen sind und diese Würste nicht mehr verkauft haben. Die ersten haben wir ja verkauft. Eine seriöse Wurst und eine Bodenwurst. Zwei Bodenwürste. Und geht's Ihnen auch noch gut, Herr Commander Keks? Schmeckt Ihnen die Wurst? Bodenwürste schmecken immer gut, wa? Ja, denke ich auch. Besonders wenn man so seriös aussieht wie sie. Aber die Schuhe sehen nicht seriös aus. Ja, und wir sollten hier, glaube ich, mal verschwinden. Ich habe auch sehr viel Angst gerade. Guck, hier kann man noch Hüte kaufen. Ich werde nächstes Mal Hüteverkäufer oder irgendwie so was. Hier sind ja ganz hübsche mit dabei. Oh, ja, wir müssen weg hier. Nimm sie mich mal schnell mit. Warten Sie mal. Und wir haben schlechte Würste verkauft. Irgendjemand hat eine Anzeige gemacht gegen Madenwürste oder sowas. Wir haben Maden verkauft. Ne? Ja, Commander Kids, das war nicht so gut. Aber sie hatten keine Made in den Würsten drin, oder? Die sind schon 2 Wochen alt. Ich habe die nicht eingefroren.
Ich habe die nur ein bisschen angebratet und dann. Ja, geht schon. Schnell weg hier, keine Ahnung, irgendwo hin. Die Polizei ist hinter uns her. Oder? Wir sind nicht schon los, oder? Ja, wir sind nicht schon los. So, wer zuerst ich schreibt, darf alle erledigen. Mit GTN. So wie immer. Das ist immer schön so. Die Gemeinschaft alle schön erledigen, so die. So. Es sind nur 7 Leute. Wir haben schon ein bisschen früher angefangen heute. Weil die viele immer wissen, dass wir pünktlich um 18 Uhr anfangen. Aber dafür mache ich ja das News-Video. Tierraff-Stuff. Aber wo? Achso, im Laden sind die. Das ist ein Laden. Oder? Ja, das ist ein Laden. So, alle rein hier. Guck mal, wie der sich duckt. Ja, sie können auch nicht viel machen. Sie werden auf jeden Fall sterben, ne? Wenn man in den Krieg zieht, dann wird man auf jeden Fall sterben. Muss man alles hinter sich lassen. Haben sie keine Hobbys oder so? Oder sammeln sie nicht etwas? Ich sammle eine Menge. Und ich liebe die Welt. Warum wollen sie sich umbringen? Nur für den Staat oder so? Oder wollen ein Held sein? Aber davon haben sie ja nichts. Sie sterben ja danach. Sie haben wirklich Probleme. Das ist wirklich Problem. So, das war's, meine lieben Zuschauer. Danke, dass ihr eingeklickt habt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich sehr freuen über ein Like oder ein neues Abo von euch. Und ja, schaut mal woanders vorbei. Ist ja natürlich alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt in der Folge. Wen haben wir heute alles mit dabei gehabt? Quiz, Nico, Commander Keks, Serhard, Tierraffs und Lamartina. Dankeschön und bis zum nächsten Mal und ciao. Hat dir die Folge gefallen und möchtest auch gerne dabei sein? Dann schau in der Videobeschreibung, dort ist alles verlinkt, wie man dabei sein kann, wie man ein Teil sein kann, wie die Regeln sind oder vieles mehr. Oder Kanal der Woche oder Abonnent des Monats. Da könnt ihr wirklich alles erfahren in der Videobeschreibung. Oder wenn du Fragen hast, dann schreib Hashtag DadPictures und dann deine Fragen. Frage 1, Frage 2, Frage 3. Es können wirklich alle Fragen sein oder Fun-Fragen. Und das findest du alles in der Videobeschreibung. Und jetzt kannst du abschalten. Bis bald.